Hi ihr Lieben, ich bin Ellie und heute habe ich für euch meine Bookshelf-Tour gedreht. Ich habe seit über einem Jahr einen Blog, Ellie's Book Session. Vielleicht kennt den der ein oder andere von euch, vielleicht aber auch nicht. Wie dem auch sei, ich dachte, es wäre vielleicht ganz interessant, euch oder gerade den Lesern meines Blogs mein Bücherregal mal zu zeigen und habe es jetzt aber trotzdem auf YouTube online gestellt. Verzeiht mir bitte, wenn ich mich ab und zu ein bisschen komisch ausdrücke oder auch, dass die Qualität nicht die beste ist. Ich drehe es mit meinem iPhone und es ist auch das erste Video, das ich drehe. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Hier seht ihr gleich meinen Lieblingsausschnitt meines Bücherregals, der mir momentan am besten gefällt. Die einzelnen Regalblätter zeige ich euch jetzt dann im Näheren und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, im obersten Regalfach hier fange ich gleich mal mit ein paar Reihen an. Ganz links ist die Elfenkussreihe von April Lynn Pike, Elfenkuss, Elfenliebe, Elfenbann und Elfenglanz. Daneben geht es weiter mit Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün, der Liebe geht durch alle Zeiten Trilogie von Kerstin Gier. Nebenan von Yuli Kagawa Plötzlich Fee, Sommernacht, Winternacht, Herbstnacht und Frühlingsnacht. Daneben das Juwel Die Gabe und Die weiße Rose von Amy Ewing. Ein paar erste Teile, Legend, Fallender Himmel von Mary Lou und Grisha, Goldene Flammen von Leigh Bardugo. Die letzten Bücher in diesem Fach, Faunblut und Ascheherz von Nina Blazen. In diesem kleinen Zwischenfach habe ich zuerst die Silbertrilogie von Kerstin Gier, das erste, zweite und dritte Buch der Träume. Daneben die Tribute von Panem von Suzanne Collins, Tödliche Spiele, Gefährliche Liebe und Flammender Zorn. Die letzte Trilogie hier, die Göttlich-Trilogie von Josefine Angelini, Göttlich verdammt, Göttlich verloren und Göttlich verliebt. Ganz links geht es los mit Six of Crows von Leigh Bardugo, daneben How to Fall in Love von Cecilia Ahern. Als nächstes kommt die Dämonenfängerin-Reihe von Jana Oliver, die Dämonenfängerin Band 1, Aller Anfang ist Hölle, daneben Seelenraub, Höllenflüstern und Engelsfeuer. Hier habe ich dann Band 1 und 4 der Twilight Saga von Stephanie Meyer, Bis zum Morgengrauen und Bis zum Ende der Nacht. Daneben stehen ein paar erste Teile, Elias und Laia von Sabah Tahir, der erste Teil Die Herrschaft der Masken, neben These Broken Stars, Lilac und Tarver von Amy Kaufmann und Megan Spooner. Die Beschenkte von Kristin Cashore ist ebenfalls der erste Teil einer Trilogie. Band 2 und 3 habe ich auf Rebuy bestellt, sind leider noch nicht eingetroffen. Hier geht es dann weiter mit Die fünfte Welle und Das unendliche Meer von Rick Yancey, neben Das Licht von Aurora und Das Licht von Aurora im Schatten der Welten von Anna Yarsab. Für dieses Regalfach schäme ich mich am meisten, weil es sehr durcheinander ist. Es geht los mit der Harry Potter-Reihe von J.K. Rowling, Harry Potter und der Stein der Weisen, Die Kammer des Schreckens, Der Gefangene von Azkaban, Der Feuerkelch, Der Orden des Phönix, Der Halbblutprinz und Die Heiligtümer des Todes. Oben drüber liegt Der Nachtzirkus von Erin Morgenstern. Daneben geht es genauso bunt gemischt weiter mit Die Überlebenden von Alexandra Bracken, Blutbraut von Lynn Raven, dem ersten Teil der Outlander-Saga Feuer und Stein von Diana Gabaldon, Winter der Welt von Ken Follett und Die Tore der Welt ebenfalls von Ken Follett. Rechts daneben Die Königin der Schatten von Erika Johansson, darunter die Shadow Falls Camp-Reihe von Cici Hunter, Geboren um Mitternacht, Erwacht im Morgengrauen, Entführt in der Dämmerung, Verfolgt im Mondlicht und Erwählt in tiefster Nacht. Hier im nächsten Regal ist das Licht ein bisschen schlechter. Los geht's mit meinen ganzen Cecilia Ahern-Büchern. PS, ich liebe dich, für immer vielleicht, ich hab dich im Gefühl, zwischen Himmel und Liebe und ich schreib dir morgen wieder. Hier sind die Buchrücken sehr arg gegilbt teilweise, mit starken Leserillen, weil ich sie gebraucht auf Rebuy gekauft habe. Daneben kommt der erste Teil meiner Colleen Hoover Sammlung, November 9, It Ends With Us, Hope Forever, Looking for Hope, Weil ich Laken liebe, Weil ich Will liebe und Weil wir uns lieben. Hier die Wait For You-Reihe von Jay Lynn aka Jennifer L. Armentrout, Wait For You, Be With Me, Trust In Me, Stay With Me, Fall With Me und Forever With You. Neben der Rockstar-Reihe von Kylie Scott, Kein Rockstar für eine Nacht, Wer will schon einen Rockstar? Rockstars bleiben nicht für immer und Rockstars küsst man nicht. Daneben noch eine Trilogie von Simone Elkeles,
Nur ein kleiner Sommerflirt, zwischen uns die halbe Welt und kann das auch für immer sein. Ganz außen, was ihr wollt, von William Shakespeare. Im Schatten versteckt sich All die verdammt perfekten Tage von Jennifer Niven. Daneben Nur ein Tag und ein ganzes Jahr von Gail Forman. Wohin du auch gehst und Ich werde immer bei dir sein von Lisa Raven. Hardwired und Hard Pressed von Meredith Wild. Flower von Elizabeth Craft und Shea Olsen. Klar ist es Liebe von Sandy Hall. Und der zweite Teil meiner Colleen Hoover-Sammlung, Zurück ins Leben geliebt, Love and Confess, Maybe Someday und das gleiche nochmal auf Englisch, Maybe Someday und Maybe Not, eine Novelle dazu, Confess und Ugly Love. Hier am Rand meine Jojo Moyes Bücher, Über uns der Himmel, Unter uns das Meer, Eine Handvoll Worte, Ein Bild von dir, Weit weg und ganz nah und Ein ganz neues Leben. Ein ganzes halbes Jahr hatte ich auch mal als gebundenes Buch, das hat allerdings von der Größe nicht gut dazu gepasst, daher habe ich es wieder verkauft. Ich plane es mir noch in dieser Paperback-Version zu kaufen, bis dahin habe ich es als Taschenbuchausgabe, die allerdings in einem anderen Fach steht. Daneben noch The Wrath and the Dawn und The Rose and the Dagger von René Adier. Wieder im Schatten versteckt befindet sich hier die Chroniken der Unterwelt-Reihe mit City of Bones, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Souls und City of Heavenly Fire, alle von Cassandra Clare. Nebendran geht's weiter mit ein paar Taschenbüchern, Mein Sommer nebenan von Huntley Fitzpatrick, Morgen kommt ein neuer Himmel von Laurie Nelson Spielman, Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter von Carina Bartsch, Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green, daneben, wie schon erwähnt, ein ganzes halbes Jahr in der Taschenbuch-Filmausgabe und einmal auf Englisch Me Before You, beide von Jojo Moyes, Grey von E.L. James, Isola von Isabel Abedi, Die letzten Tage von Rabbit Hayes von Anna McPartlin und die Dämon-Trilogie von Lynn Raven, Der Kuss des Dämons, Das Herz des Dämons das und Das Blut des Dämons. Auch im nächsten Regalfach geht es etwas bunter zu. Links Rush of Love, Verführt von Abby Glines, Der Geschmack von Glück von Jennifer E. Smith, Über mir der Himmel von Jandy Nelson, neben Mein Herz wird dich finden von Jessie Kirby, Du neben mir von Nicola Yoon, Eleanor Park von Rainbow Rowell, Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums von Benjamin Alireza-Yen, Nur drei Worte von Becky Albertalli. Weiter geht's dann mit der Shades of Grey-Reihe von E.L. James, Geheimes Verlangen, Gefährliche Liebe und Befreite Lust. Daneben die Auswahl Cassia und Kai 1 von Ellie Condy und darunter die After-Reihe. Der dritte Teil ist im Moment ausgeliehen, eigentlich fehlt er also hier, aber naja. After Passion, After Truth, daneben eigentlich noch After Love, After Forever und Before Us. Ganz am Rand die Vampire Academy-Reihe von Richelle Mead, Blutsschwestern, Blaues Blut, Schattenträume, Blutschwur, Seelenruf und Schicksalsbande in der Weltbildausgabe. Im dritten Regal angelangt haben wir Throne of Glass von Sarah J. Maas, Die Erwählte, Kriegerin im Schatten und Erbin des Feuers. Daneben die Shatter-Me-Trilogie von Tahereh Mafi, Ich fürchte mich nicht, Rette mich vor dir und ich brenne für dich. Und zuletzt in diesem Fach die Evermore-Reihe von Alison Noel, Evermore, Die Unsterblichen, Der blaue Mond, Das Schattenland, Das dunkle Feuer, Der Stern der Nacht und Für immer und ewig, denke ich. In diesem Fach haben wir meine beiden Cassandra Clare Schuber, links der Schuber zu The Mortal Instruments, bestehend aus City of Bones, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Souls und City of Heavenly Fire. Und daneben der Schubert zu The Infernal Devices, bestehend aus Clockwork Angel, Clockwork Prince und Clockwork Princess. Alle drei Clockwork-Bücher habe ich auch auf Deutsch, diese habe ich allerdings leider einer Freundin ausgeliehen, weswegen ich sie momentan nicht im Regal stehen habe, deswegen kann ich sie euch auch nicht zeigen. Im letzten Fach hier haben wir ganz links Die wunderbare Welt der Rosie Duncan von Miranda Dickinson, Die Bestimmung von Veronica Roth, Delirium von Lauren Oliver, Wenn ich bleibe und nur diese eine Nacht von Gail Forman, Champagner und Stilettos von Lauren Weisberger, Out of the Shallows and Into the Deep von Samantha Young und von Morgan Madsen, Amy on the Summer Road, Vergiss den Sommer nicht und 13 Wünsche für einen Sommer. In meinem Wandregal, das ich euch jetzt zum Schluss zeige, stehen ein paar Reihen und ein paar erste Teile. Hier geht's gleich los mit Obsidian, Onyx, Opal, Origin und Opposition.
der Lachs-Reihe von Jennifer L. Armentrout, daneben die Dark Elements-Trilogie von der gleichen Autorin, bestehend aus Steinernes Schwingen, Eiskalte Sehnsucht und Sehnsuchtsvolle Berührung. Hier kommen die drei versprochenen ersten Teile Wen der Rabe ruft von Maggie Stiefvater, Amani, Rebellen des Sandes von Alvin Hamilton und Lady Midnight von Cassandra Clare, der erste Teil der Die dunklen Mächte-Reihe. Daneben noch die Luna-Chroniken von Marissa Meyer, Wie Monde so silbern, Wie Blut so rot, Wie Sterne so golden und Wie Schnee so weiß. Und die letzten drei Bücher für heute sind wieder auf Englisch, Clockwork Prince von Cassandra Clare in der UK-Ausgabe und A Court of Thorns and Roses und A Court of Mist and Fury von Sarah J. Maas. Ich hoffe, das Video war für den einen oder anderen von euch interessant und vielleicht habt ihr auch die einen oder anderen Bücher gesehen, die ihr noch nicht kanntet, die euch jetzt aber vielleicht vom Buchrücken her oder vom Titel her angesprochen haben. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder einen netten Kommentar schreiben oder sonst irgendwas. Könnt mich gerne abonnieren, also meinen Kanal, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht, das sicherlich irgendwann kommen wird. Gerne könnt ihr auch auf meinem Blog vorbeischauen, den Link packe ich in die Infobox. Ebenso wie die Infos zu meinen Regalen. Und ja, wenn es euch interessiert, wie ich meine Regale organisiere oder sortiere, oder falls ihr ein Update wollt, falls ich mal wieder was umräume, lasst es mich doch wissen. Dann mache ich das natürlich sehr gerne für euch. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und eine gute Zeit und bis zum nächsten Video.